Hallo Freunde von Velovarships und herzlich willkommen zur Vorstellung eines Schiffes, nämlich der Tashkent 39. Und wenn ihr schon die Tashkent kennt, den relativ schnellen, eigentlich sehr schnellen Zerstörer auf Stufe 9 mit dem Heal, den guten Kanonen, der jedem Gegner das Fürchten lehrt und ein Problem darstellt, wenn man ihn gut spielt, getroffen zu werden oder zu treffen, so muss man das sagen, also wirklich eine Pest im Gegnerteam und eine Freude, wenn man es selbst unter sich hat, dieses Schiff. Dann könnt ihr euch sicher sein, die Tashkent spielt sich anders. Also die Tashkent 39. Also, wenn euch die Tashkent normal gefällt auf Stufe 9, dann ist die Tashkent 39 auf Stufe 7 wahrscheinlich nichts für euch. Außer ihr erfreut euch nur an ihrer Optik. Gut, was ist aber die Tashkent hier? Die Tashkent ist eine veränderte Version des normalen Stufe 9 Zerstörers, der laut Wargaming mit, oder wenn man das ein bisschen betrachtet, mit Wargamings Humor verändert worden ist. Das hier ist die Panzerung, in diesem Falle nichts Spezielles. 20mm Kommandoturm, 16mm hier und 13mm bei den Aufbauten. Die Überlebensfähigkeit zeigt uns 23.650. Das bedeutet, wir haben mit 21.200 die meisten Trefferpunkte auf dieser Stufe für einen DD, wenn es mich nicht ganz täuscht, oder annähernd die meisten. Dafür haben wir bei der Hauptbatterie 3x1, 130mm, 10,5 Kilometer Reichweite. Wir haben Stock, alle Werte jetzt. 2er Sigma, was eh nicht veränderbar ist. 94 Meter Dispersion auf 10,5 Kilometer. Wir haben 1900 Maximum Damage High. Und wir haben AP noch, und da seht ihr schon, mit 2500. Allerdings haben wir, wie schon gesagt, nur 3x1 auf 5 Sekunden. Deswegen ist das nicht unsere primäre Einnahmequelle von gegnerischen Trefferpunkten. Ja, wir kommen dahin eher mit Torpedos. Das sind die großen Erntemaschinen bei Wargamings Gegnern. Torpedowerfer haben wir 3x3 und ihr werdet denken, okay, mit 15.100 Treffern Höchstschaden gar nicht so geil. Allerdings haben wir 63 Knoten Geschwindigkeit auf 90 Sekunden Ladezeit der Torpedowerfer. Bisschen besser, ne? Das ist nicht Stock, Stock sind 100 Sekunden. 60 Knoten ist auch der Standard-Speed, also da ist schon was reingegangen in die Skillung. 10 Kilometer Reichweite. Zusätzlich haben wir Wasserbomben, Höchstschaden 2, Bombenladung 6, eine Flugabwehr, die ja, besser nicht weiter besprochen werden sollte. Kontinuierlicher Schaden, Kurzstrecke und Mittelstrecke, keine Bubbles. Eine Manövrierbarkeit von, und hier kommt die große Stärke, 47 Knoten. Das ist der schnellste DD auf Stufe 7. 730 Meter Wendekreisradius, eine Ruderschnellzeit von 3,9. Verborgenheit 7,6 Kilometer. Stock sind wir bei 8,42, also einmal Concealment. Mehr geht mit dem ja nicht. Ja, ein Schiff, wo man jetzt sagen würde, oh, das ist ja gar nicht so geil, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann habt ihr absolut recht. Es kommt da noch ein bisschen mit drauf. Wenn wir uns einmal die Ausrüstung ansehen, die hier möglich ist oder die als Verbrauchsmaterial eingepflegt worden ist. Wir haben einen Smoke, den wir selten nutzen, weil für was brauchen wir den? Wenn wir mit unseren 3x1 alle 5 Sekunden schießen, kommt tatsächlich nicht viel Schaden rum. Das ist, wie gesagt, nicht so zu fahren wie die normale Tashkent auf Stufe 9. Wir haben einen Speedboost mit plus 8%, der offen zu fahren, wie gesagt, auch nur mit Kanonen wirksam wäre, deswegen auch nicht so toll. Allerdings wichtig, um schnell von A nach B zu kommen, um schnell aus einer Gefahrenzone zu kommen, um den gegnerischen CV ein bisschen zu verarschen, weil alles andere außer Smoke und Speedboost hilft uns da nicht weiter, um auszuweichen oder zu verhindern, dass er uns trifft oder nicht mehr spottet in dem Fall, weil Anti-Air hat er keine. Aber wir haben einen Torpedo-Nachladebeschleuniger. Sprich, Wargaming gibt uns hier schon vor, in welche Richtung der ganze Spaß hier geht. Und das ist tatsächlich in ein, naja, entgegengesetztes Team. Also nicht Team Gun-DD wie die Tashkent auf Stufe 9, sondern es ist eher ein Team Torpedo-DD. Irgendwie, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Aber das seht ihr dann im Gefecht, wo ich auch erkläre, wie ihr denn zur Tashkent kommt. Das hier sind meine Module, meine Einbauten, ein bisschen Wendigkeit, natürlich verlängerter Motorboost. Habe da trotzdem noch die Zielmodifikation genommen, weil die Torpedowerfermodifikation plus 5% Torpedogeschwindigkeit, ja, könnte man schon mitnehmen, aber für was, irgendwo, irgendwie, und der Rest ist auch komplett Lapjes. Und hier ist meine DD-Skillung.
Muss man auch nicht nehmen. Man kann tatsächlich hier auch flink und leise nehmen, dass wir noch plus 8% Schiffsgeschwindigkeit dazu hätten. Die alles entscheidende Frage, wenn man schon den allerschnellsten DD auf Stufe 7 hat mit 47 Knoten, mit Flagge natürlich, dann noch 8% an einen sehr lange andauernden Speedboost hat, brauche ich da die 8 noch zusätzlich? Gut, man könnte auch sagen, ja, das Schiff, Experte der Überlebensfähigkeit, braucht das auf einem 7er DD. Das macht jetzt nicht so viel aus, außerdem ist es eher kein Gun-DD, wir wollen ja nicht aufgehen. Allerdings muss ich einwerfen, dieser DD wird dennoch aufgehen, weil 7,6 Kilometer Aufstellungsradius ist halt einfach nichts, wo man konkurrieren könnte. Gegen Stufe 6, gegen Stufe 5 DDs, die halten dich einfach offen, ohne dich rauszugangen. Gegen Stufe 8 und Stufe 9, das selbe. Man hat einen schwierigen Stand, weil alles ein besseres Concealment hat. Stufe 7 ist das Spiel oder die Stufe mit dem schlechtesten Concealment im ganzen Spiel, was DDs betrifft. Das ist einfach für den Arsch. Deswegen ein bisschen mehr ist gar nicht schlecht. Ja, Inspekteur, da profitiert man hart von, weil man 3 Verbrauchsmaterialien hat. Adrenalinrausch, ja, ist wieder so eine Frage, volles Rohr kommt auch noch dazu. Aber es geht halt hier eher in die Reihung Torpedos, der Rest ist gar nicht so wichtig. Könnt ihr aber verteilen, wie ihr wollt. Müsste ich mich entscheiden, würde ich tatsächlich die 3 nehmen und das den Tarnungsmeister. 8,7 ist einfach zu wenig. Man ist 8,42, 8,4 Kilometer ist einfach zu wenig, wenn man das so fährt. Aber jetzt schicke ich euch einmal, nachdem ich euch die Tarnung gezeigt habe, dann direkt ins Gefecht. Es gibt theoretisch der blaue Kreuzer Taschkent, habe ich euch jetzt gezeigt. Da haben wir die Standard Klassisch Taschkent. Einmal so und einmal so. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Erinnert wieder, weiß ich gar nicht, was Wargaming, wie Wargaming auf diese extrem kreativen Tarnungen kommt. Es ist wahrscheinlich ein Brainstorming, nicht unter 10 Stunden dafür nötig. Das hier sieht tatsächlich gar nicht schlecht aus, auch wenn hier nur an der Reling diese, wie soll man es nennen? Was sind das? Lappen aufgehängt worden sind. Ein Spaß. Ab ins Gefecht mit euch. Und da sitzen wir schon in einem, ich hoffe mal, ja, nicht so guten Matchmaking für unsere Taschkent. Ihr seht schon, wir haben Flugzeugträger mit dabei. Ja, super, wir sind aufgedeckt. Das ist Stufe 8 Gefecht, nicht das schlechteste, ging auch noch Stufe 9. Aber hin und wieder muss man die schlechten Gefechte suchen und dann auch noch etwas damit oder in den Gefechten machen, damit man zeigen kann, was das Schiff kann oder was es können sollte. Und wir haben eine Kiev und eine Skane. Die Kiev, die uns outgunnt, eine Skane, die bessere Torpedos hat, fast, weil sie halt schneller sind und besser Reload. Und 2 U-Boote, die uns sowieso am Arsch haben, wann immer sie uns am Arsch haben wollen. Also ich glaube, unsere Voraussetzungen, hier guten Schaden zu machen, ist nichts der Beste. Aber die Frage ist auch, wie könnt ihr die Taschkent 39 bekommen? Das sage ich euch, bevor ihr von mir hört, ob ihr sie euch holen solltet. Bekommen könnt ihr sie über als Teil eines Events, so muss man das eher sagen. Das heißt Marine Stock Exchange. Das ist ein Spezialevent, das Wargaming so aufzieht, dass ihr Ressourcen einsetzen könnt. Also theoretisch könnt ihr Ressourcen für andere Ressourcen einsetzen. Auf gut Deutsch, ihr könnt wahrscheinlich etwas farmen, um dann dieses erfahrbare Gut, wahrscheinlich über Kampfaufträge oder was auch immer, wahrscheinlich auch mit Sicherheit für Dublonen kaufbar, dann gegen andere Dinge einzutauschen. Also andere Ressourcen wie ökonomische Boni, vielleicht auch Kohle. Wer weiß, das müssen wir das sehen. Nee, das ist noch nicht bekannt. Allerdings könnt ihr auch dafür 3 Schiffe bekommen. Sie sind nämlich eine Hut, eine Gorizia und eine Taschkent 39 für Tokens. Das bedeutet, ihr könnt alle 3 bekommen. Wargaming sagt, this means that players will be able to obtain all 3 for a variety of resources, if they choose. Ja. Es ist natürlich, auch wenn Wargaming gerne eine Hilfe sein möchte bei solchen Dingen, das wurde uns im Voraus genauso gesagt und genauso geschrieben, ist natürlich die Frage, wie hilfreich das hier ist. Gut, konzentrieren wir uns jetzt einmal auf das Spiel. Ihr seht schon, schlechtes Concealment mit 7,6 Kilometer. Ich sehe meine Chance, hier massiven Schaden zu machen und pushe einmal nach vorne in der Hoffnung, dass ich mich danach smoken kann. Wir haben nämlich im Gegnerteam nur die Chapaev und die Chapaev wurde schon auf der anderen Seite gesichtet. Dementsprechend ein Smoke und ich könnte wieder zu sein. Und natürlich will ich mir nicht entgehen lassen, dem U-Boot richtig hart auf den Lappes zu gehen. So wie die U-Boote uns die meiste Zeit auf den Lappes gehen. Und ihr seht schon, Flächenschaden, Flächenschaden, Flächenschaden.
6-mal Flächenschaden und das gegen den Schuber 5000 kassiert. Und so soll das auch sein. Ne? Aber das ist ja noch nicht alles. Da gibt es ja noch mehr. Und der Super versucht mich hier noch einmal anzupingen. Und es wird ein bisschen blind reingeschossen. Können wir uns das leisten hier? Ah, wir haben Last Stand. Wir können. Reload Booster ist theoretisch ready. Und ich bin natürlich gierig auch, das Upper draus zu kriegen. Es ist viel Feind, viel leer hier. Ich möchte gar nicht meine Granaten zu sehr bemühen, weil ich sonst aufgehe. Das wäre schlecht. Aber lasst euch gesagt sein, dieser letzte Angriff wird nicht der einzige gewesen sein, den wir ziemlich fanatisch hier gegen die Upore fahren. Und das erste Upore ist raus. So, ich glaube, ich zünde jetzt hier den Reload Booster, um dann rein zu torpedieren, in der Hoffnung, die Squane zu erwischen. Ihr seht schon, 5 Sekunden dauert das, dann sind meine 3 Torpedos hier ready. Die Erfolgswahrscheinlichkeit sollte jeglicher Hoffnung spotten hier. Aber was macht man nicht alles? Wir haben ja nur unter Anführungszeit knappe 90 Sekunden mit Adrenalinrausch, dann auch noch ein bisschen weniger. Und vielleicht ist der gegnerische DD ja so energisch. Obwohl er es nicht sein sollte. Nun denn, ihr seht schon, die Taschkent als Torpedo-DD. Hier ist der gegnerische Torpedowurf mit der Skane. Wir haben hier eine Gneisenau, eine Queen Elizabeth, eine Bismarck und eine, was ist es denn? Eine North Carolina auf unserer Seite. Und ihr seht auch, unsere Achter halten sich dezent zurück. Es gibt quasi nichts, was sie verleiten könnte, weiter nach vorne zu fahren. Unser Cachalot, die, ja, bekommt nicht einen Haufen, aber so ist es halt. Wir machen derweil fette Beute auf die Gneisenau. Wir sind natürlich offen mit unserem super guten Consument von 7,6, wie schon erwähnt. Es ist ein bisschen tragisch, man ist auf der eigenen Stufe nicht besonders gut getarnt, also was das Consument betrifft. Auf den Stufen dann dazwischen, was wir hier ja haben, von 6 bis 8, kommt man in die Misere. Gott sei Dank haben wir nur die Kiew im Gegnerteam. Eine Akizuki wäre weitaus schlimmer. Begegnungspunkt 6 Kilometer oder 6,0 Kilometer, bis wir die Akizuki aufkriegen. Und eigentlich wollen wir das ja auch gar nicht, weil dann wird sie zwangsweise schießen. Und die nimmt uns einfach raus, wenn sie denn möchte. Da haben wir gar keine Möglichkeit, da ein bisschen was gut zu machen. Und ihr seht schon, man versucht sein Bestes, entweder dann im Rückzug zu torpedieren. Das ist eigentlich immer das Angenehmste. Wir haben 2,4 Kilometer theoretisch, die uns das Schiff erlaubt, unsichtbar zu torpedieren. Das wird man auch die meiste Zeit nutzen wollen. Diese Himmelfahrtskommandos, die ich hier zu Beginn gemacht habe, das war, ich will nicht sagen, es war unüberlegt. Ich habe mir gedacht, nach 2 Gefechten, in denen der Einsatz eher suboptimal lief, so mit 40.000, 50.000, dass ich vielleicht hier diese Insel nutze, die dafür bekannt ist, dass sich der Gegner gerne dahinter versteckt oder da anfährt und dann rumkommt, dass ich die Insel nutze, um mich ebenso anzuschleichen und dann ein Surprise Motherfucker. 3 Torpedos habe ich ja immerhin, mal 3 und dann nochmal 9, also insgesamt dann 18 Torpedos theoretisch, also 3 Torpedos mal 3 Werfer. Und dann habe ich nochmal 9, wenn ich den Reload Booster zünde, um da ein kleines Torpedofest abzuhalten. Aber ja, dann waren alle beide U-Boote bei mir. Das war dann ein bisschen suboptimal. Was auch geil ist, weil die anderen beiden U-Boote, oder das eine U-Boot ist auf der anderen Seite. Aber das ist, weil Wargaming Divisionen zusammenlegt. Das war so eine 50-50-Variante davon. Gut, jetzt sind wir schon bei 68.000. Wir hätten auch noch fettere Beute machen können, hätte das U-Boot uns hier nichts an die Queen Elizabeth rausgenommen. Und ja, ich muss auch sagen, manche Schlachtschiffe fahren einen Kurs, der eher suboptimal ist. Hier zum Beispiel die Gneisenau. Eigentlich müsste sie ein bisschen eindrehen. Abdrehen ist vielleicht schwierig, weil sie weiß, dass das gegnerische U-Boot da ist und ich da bin. Und dann wird es schwierig zu sagen, wohin denn torpediert worden ist. Aber allein, dass sie Richelieu hier fast dreizeitig drauf schießen kann, das sollte schon ein Ansporn sein, sich ein bisschen anzuwinkeln. Dann treffe ich auch weniger mit den Torpedos. Und die 16K, die machen die Kuh nicht mehr fett, aber machen den zweiten Kill für mich. Man muss aber auch so sehen, dadurch, dass jetzt die Gneisenau raus ist, habe ich die Möglichkeit, wieder nach vorne zu fahren, ohne dass ich von der gegnerischen Sekundärartillerie großartig gestört werde, weil jetzt wäre ich ja tatsächlich schon offen.
Das gegnerische U-Boot hat sich dazu entschlossen, nicht mehr aufzutauchen. Ist auch immer ein großer Fehler, den U-Boote begehen, denn da kann man sich dann relativ leicht anschleichen. Die wird dann auf die Richelieu pingen oder vielleicht auf das gegnerische U-Boot, also auf unser U-Boot. Und dann sind sie offen. Und dann kann man einen Kurs einschlagen, der ja, auf den ersten Moment ein bisschen wild wirkt. Ja, da ist es, ne? Jetzt in dem Moment taucht es auf für uns natürlich, eine gute und auch schlechte Variante. Ja, wir werden da jetzt versuchen, das Ding rauszunehmen, aber ich denke mal, es geht auf einen Rammkurs, das Lure. Ja, ja Miststück. Ne? Wollte uns rausrammen, wir haben es nicht mehr geschafft. Speedboost war im Reload. Aber mal, so ist es halt. Aber immerhin rausgenommen und Sturkopf erhalten. Hätte lieber die Trefferpunkte gehalten. Das ist halt auch wieder so, ne? Oder gehen dann auch noch in den Rahmen, die Lura. Und ihr seht schon. Was will ich euch damit sagen? Ist die Tashkent ein DD, der es wert ist, gekauft zu werden oder geholt zu werden? Also die Tashkent 39. Die Tashkent generell, ja, die kostet nichts. Die könnt ihr auch immer holen. Die Tashkent 39, ist das der DD für euch, mit dem ihr den meisten Schaden erzielen werdet auf Stufe 7? Nein. Ist ein Stufe 7 DD generell eine gute Idee oder sollte man doch lieber eine andere Stufe bevorzugen? Ja, das ist eher besser, eine andere Stufe zu bevorzugen. Stufe 7 für DDs ist etwas, was nicht wirklich gut ist und wird auch nie wirklich gut sein, außer Wargaming überarbeitet das. Kann die Tashkent 39 Spaß machen? Ja. Aber es gibt andere Schiffe, die auf Stufe 7 Spaß machen. Ist auf Stufe 7 nicht auch eine Haida, die einen Heiden Spaß macht? Da gibt es theoretisch die Tsukane, wenn ihr ein bisschen Torpedo-Action haben möchtet. Und ja, ich würde jetzt in Ungarn die japanischen DDs da empfehlen, weil die Shiratsuyu und die, ich habe schon wieder vergessen, wie die andere heißt, aber so ähnlich, das sind auch nicht unbedingt so pralle Geräte da. Da lieber die Kagura auf Stufe 8 nehmen. Das ist im Gegensatz dazu eine Offenbarung. Stufe 7 ist eine Stufe, die man fährt, wenn man dazu gezwungen wird. Ja, ich glaube, so kann man es gut sagen. Die Kreuzer sind durch den unterschiedlichen Pen von Stufe 7 zu Stufe 8 schlechter, viel schlechter. Die Trefferpunkte sind anders. Die DDs haben echt schlechte Aufdeckungsreichweite. Der einzige Vorteil von Stufe 7 ist, wenn es ein Only Stufe 7 Modus ist, dann gibt es keine CVs und keine Subs. Ja, und da fährt man die dann auch. Aber ansonsten, ja, eher nicht. Zudem muss man schauen, wie viel muss ich ausgeben. Und ich halte mich hier elegant hinter dem Smoke, möchte ich einmal anmerken, der jetzt leider ausgeht, aber solange es geht. Die muss man schauen, wie teuer die Ressourcen schlussendlich sind und ob es den Aufwand wert ist. Und wenn ihr dann schon den Aufwand hattet, dann würde ich dann tatsächlich eher die Hut nehmen. Warum? Nicht, weil es unbedingt eine viel bessere Wahl gefechtsperformance-mäßig wie die Tashkent ist, nein. Aber die Hut ist ein wirklich wichtiges historisches Schiff, könnte man sagen. Und natürlich auch eines, das mit einem fulminanten Ende in die Geschichte eingegangen ist. Nein, was würde ich sagen? Das ist halt die Hut. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Auch die Gorizia, der italienische Stufe 6 Kreuzer, hat etwas, fast ein bisschen mehr als die Tashkent. Ist dann halt Stufe... Nein, warte. Gorizia? Doch, Stufe 6. Den ersten Gedanken soll man immer behalten. Duca degli Abruzzi ist der Sima. Oder? Ja. Ja, gut. Ich glaube, das ist... Komm, Gorizia, Genova. Genova ist der Baumkreuzer, Gorizia ist der Premiumkreuzer. Ich hoffe, ich verzettel mich hier nicht. Was ich damit sagen will, ist, die Tashkent kann ein lustiges Schiff sein. Aber sie hat dasselbe Problem wie viele Torpedo-DDs. Man muss die Möglichkeit haben, die Torpedos ansetzen oder einsetzen zu können. Warum ich dieses Gefecht gezeigt habe, ist, weil die Gelegenheit da war und weil es lustig war, Subs rauszunehmen. Subs rauszunehmen ist immer witzig, also eine kleine Erheiterung. Aber hört auf meine Worte, auf Stufe 7 eine Idee mit diesem Concealment und quasi, man macht eher mehr Schaden mit Torpedos. Das kann in 5 von 10 Gefechten eine Qual sein. In 3 von 10 Gefechten ist es dann nicht angenehm, aber es ist passabel zu spielen. Man macht einen durchschnittlichen Schaden von 30.000 bis 40.000 und dann hat man die 1 bis 2 Gefechte, die vom Schaden her gut sind und eins davon hat nur Spaß gemacht. Also nicht böse gemeint, es ist nett von Wargaming eine weitere Version einer Tashkent zu bringen,
Blöd finde ich, dass die Tashkent auf Stufe 9 ein ganz anderes Konzept verfolgt als die Tashkent auf Stufe 39. Man hätte es der Namensähnlichkeit auch einfach auf Stufe 9 runterbringen können. Hätte auch eher gepasst für diese Stufe, ist halt angenehmer zu spielen. Stellt euch dieses Schiff mal vor mit 47 Knoten, dann noch 8% Speedboost rein, dann kommen wir auf 50 Knoten rauf und dann 3x230 mm. Und schlechte 4 Kilometer Torpedos, wen würde es interessieren? Dann hätte man ein richtig geiles Gunship mit einem theoretischen Concealment von 7,6 Kilometer, einer guten 23.650 umfassenden Trefferpunkteaktion hier. Man hätte ein Bombenschiff auf dieser Stufe. Aber nein, Wargaming hat sich leider dazu entschieden, es zu einem Torpedoboot zu machen, mit beschissener Anti-Air und beschissenem Concealment. Und ich finde, das war ein gelungenes Ende für die Tashkent, rausgenommen von einer Bombeda mit einem Abwurf. Die Mechanik ist einfach wirklich geil. Alter, hat viel Freude gemacht, muss ich sagen. Das ist. Kommt schon hart ran an die 10 glücklichsten Momente in World of Warships gerade. Nun denn, ich glaube, ihr habt alle Informationen, die ihr braucht, um euch dafür oder dagegen zu entscheiden, dieses Schiff, oder zumindest den Versuch zu starten, dieses Schiff auch zu holen. Ihr seht schon, das war ein Ausnahmegefecht. 140.000, das wird nicht so häufig vorkommen. Da bin ich ehrlich bei euch. Aber es war eher ein Gefecht, um euch den Spaß in World of Warships noch einmal zu zeigen. Zweiter Platz war drin, wichtiger ist aber hier. Wir haben 27.000 mit der Hauptbatterie gemacht. Brände 21.000, also 48.000. Ihr seht also, man kann in der Theorie auch nur Schaden mit der Hauptartillerie machen. Und dann hat man guten Schaden gemacht. Bis also 50.000 auf Stufe 7 in einem DD. Das ist eigentlich ganz... Ich will nicht sagen hervorragend, ist aber eigentlich ganz gut. Dann noch ein, zwei Treffer mit den Torpedos und man ist auf soliden 60.000, 70.000. Da kann sich niemand beschweren, das ist dann ideal. Allerdings, wie schon erwähnt, wird man fokussiert, der Gegner fährt weg. Mit Torpedos hat man es schwierig, hinterherfahren mit den 3x1 ist auch ein bisschen arschig. Kommt man in Stufe 8, in Stufe 9 gefecht, wird man gespottet, ohne dass man selbst was aufmachen kann. Man ist halt abhängig. Und das kommt bei Schiffen mit schlechten Stats und schlechten Concealment halt noch mehr durch. Wenn ihr sagen, dass die Tashkent das schlechteste Schiff auf Stufe 7 ist, also das schlechteste DD auf Stufe 7, nein, beim besten Willen nicht. Da haben wir andere Kandidaten, die noch weitaus weniger Spaß machen. Allerdings ist die Tashkent auch nicht der beste DD und manche lassen den dann einfach auflaufen. Und das war's. Und wie schon gesagt, das gemischte Matchmaking ist daran schuld. Allerdings könnte es durchaus spaßig sein, dieses Schiff in einer Keilerei zu fahren oder im 1 vs. 1, wenn Stufe 7er wäre. Das ist eine andere Geschichte. Der 9 Torpedos auf 15.000, das sind 135.000 Raw, ne? Ohne Abzüge durch Torpedoschutz. Das ballert dann schon ordentlich rein und dann noch theoretisch, wenn wir doch versemmelt haben, nochmal 5 Sekunden, dann nochmal dieselbe Anzahl an Schaden. Ich glaube, da bleibt nicht mehr viel stehen von einem Schlachtschiff auf derselben Stufe. Also dafür könnte es durchaus geeignet sein, vor allem mit den großen Trefferpunkte-Pool. Gut, ich bin gespannt, was ihr zur Tashkent 39 sagt. Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Und ja, ich habe das nicht rausgebracht um 23 Uhr, weil da fällt das NDA, aber um 23 Uhr, wem interessiert da ein Video? Ich bringe es einfach heute raus, also jetzt, ein bisschen früher als normal, aber dafür zu einer Zeit, wo man das auch sieht. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zusehen, vielen lieben Dank fürs Dabeisein und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht oder in der nächsten Vorstellung. Ciao.